Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Hola. Halte durch. Ich habe dir nichts zu sagen. Was willst du? Braves Mädchen. Scheiße, ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Langsam. Zeit für Diktatur für Dummies. Kontrollpunkte schränken den Personenverkehr auf Jahre ein und zerfetzen dir die Reifen mit ihren Nagelsperren. Naja, außer du hast ein Pferd. Si, ich habe schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt. Vamos. Ganz ruhig. Mist. Kontrollpunkt. Hier muss ich vorsichtig sein. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Thank you.
Na los. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Juan, ich hab den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Ich rieche Ärger. Ich heiße Raissa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon, ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Bist du Ex-Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben... dort eingeschlossen. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin. Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens... eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar. Keine Waffen. Pesos griffbereit. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Was hast du für mich? Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Gracias. Klar. Was auch immer du und Raissa vorhabt, ich will nicht da sein, wenn es passiert. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familie zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst.
Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen. Ich habe das Waffenlager.
Das Uran ist da drin. Ich sollte die Kamera da zerstören. Gang mit mir zusammen, den tapferen Männern und Frauen des iranischen Militärs. Durch das Tragen ihrer Uniform. Ich versuche, die Verstärkung zu rufen. Und das Chaos von Libertad zu justieren. Als euer Präsidenten stelle ich unseren Soldaten die beste Ausbildung und die besten Waffen zur Verfügung. Alles, um euch zu schützen. Sobald diese Tapferen ihren Treuheit schwören, werden sie zu Kriegern für eine größere Sache. Wenn Soldaten bei der Arbeit gesehen werden, ist es die Pflicht eines jeden Iraners, diesen für ihren Einsatz und das Uran. Juan, du hast mir verschwiegen, dass ich beschissenes Uran klaue. Das sollte eine Überraschung sein. Jetzt bring es zurück zu mir. Was, wenn der Dreck mich umbringt? Es ist abgereichertes Uran, Danny. Heul nicht so rum. Das Fundament von Yara. Wenn die Libertad-Terroristen eines unserer Tabakfelder angreifen, greifen sie uns alle an. Wenn sie Yara angreifen, greifen Sie unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Wir müssen unsere Felder beschützen, wie das Paradies selbst.
Oje, Juan. Das ist Improvisationstalent. Abgeräuchertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst eine verdammte Superheldin sein. Die habe ich früher mit Lita ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was zur Hölle ist das? Das ist ein Supremo. Sieht aus wie ein Raketenwerfer. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfteleien, Juan. Ja, ich auch. Hola. Na? Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann es sein, dass du Hunger hast? Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Supremos sind nicht nur einfache Zerstörer. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Die besondere Zutat, die alles... Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Jetzt rede mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriera.